than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Hallo zusammen, ich bin's wieder, Nicole von Stempapier Live. Ja, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage und den Start ins neue Jahr gut hinter euch gebracht. Ja, und mein erstes Video für dieses Jahr und auch das erste Video zur Celebration, zum Start des neuen Kataloges. Ja, und heute habe ich eine Karte für euch, die liegt schon ein bisschen länger auf meinem Basteltisch. Ich habe sie aber nie geschafft zu zeigen. Und zwar habe ich die Karte damals bei einer amerikanischen Demokollegin gesehen. Bei Rachel Tessman war das. Das ist so eine Seafold Card. Und das ist eine Karte, die eigentlich dafür gedacht ist, dass man, wenn man das tolle Papier hat, das man nicht zerschneiden will, dass man da möglichst viel davon sieht. Ja, das habe ich hier mit den Wichteln gemacht oder hier mit dem Weihnachtsexpress. Und jetzt habe ich das Ganze einfach mal umgesetzt hier. Die Karte ist schon beschriftet, die geht noch auf Post, auf den Postweg. Und ihr seht, man sieht so richtig schön viel vom Designerpapier. Und gemeinsam will ich jetzt mit euch mit dem Set basteln. Wie heißt es? Wetterfest. Das ist ein Set aus dem neuen Mini-Katalog. So, ich muss mal gerade alles hierher bringen. Und zwar ist das so ein riesen Produktpaket. Es gibt das Stempelset mit den passenden Stanzformen. Es gibt einen passenden Prägefolder dazu, Regentropfen. Ein ganz tolles Designerpapier. Und zusätzlich noch so kleine, finde ich ja ganz herzallerliebst, so kleine Blümchen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. Ich komme mal ein bisschen näher. Also ganz süß, die man einfach aufkleben kann. Die haben keinen Punkt auf der Rückseite. Ne? Nee. Genau. Und da habe ich mir das ganze Set gekauft. Und das Designerpapier, das ist wirklich ein ganz besonderes Designerpapier. Ich zeige es euch mal. Und zwar ist das wie so ein bisschen foliert. Ich weiß jetzt nicht, ob man es in der Kamera auffangen kann. Hier sind zum Beispiel die Wolken foliert oder hier dann die, die Tiere, die man super mit den Stanzformen ausstanzen kann. Und es ist auch ein ganz tolles Designerpapier noch drin. Das ist wieder so eins, das ich auch nicht zerschneiden kann. Guckt mal euch das an, das sieht wirklich aus wie so ein grauer Regentag. Also richtig schön. Genau, und damit habe ich gebastelt heute. Packen wir das mal alles weg. Und zwar ist es ja wirklich wieder so, da ist noch ein Papier drin. Das will man wieder gar nicht zerschneiden, das hier. Und ich würde gern daraus so eine Szenerie bauen, dass ich möglichst viel von dem tollen Designerpapier sehe. Was ich im Vorfeld auch schon gemacht habe, ich habe mir hier schon die Tierchen, und zwar die Schildkröte, die habe ich mir einmal ausgestanzt. Das geht mit den Stanzformen. Und einmal die kleinen Blümchen habe ich mir ausgeschnitten. So, genau, das habe ich, wie gesagt, schon gemacht. So, und wir fangen an mit der Grundkarte. So, jetzt nochmal zur Grundkarte. Ihr braucht ein Stück Farbkarton. Ich habe hier Olivgrün genommen. Wenn ihr da mal nicht wisst, was für eine Farbe nehme ich eigentlich, kam gerade neulich auf. Auf der Rückseite von unseren Designerpapieren steht ja immer, welche Farben in dem Papier enthalten sind. Und dann könnt ihr euch dann jetzt ausmalen, das hier ist jetzt Olivgrün. Und wenn ich Blau nehmen wollte für den Himmel, wäre es Babyblau. So mal als kleiner Tipp am Rande. Und dann braucht ihr, wie gesagt, ein Stück Farbkarton. Ich habe Olivgrün, das hat ein Maß von 14 cm mal 28. Und jetzt legt ihr euch einen Papierschneider und falzt. Ich muss mal gerade meinen Spickzettel suchen. Bei 7,5. Klinge weg. Ups. Bei 7,5 und bei 17. Dann legen wir das weg. Dann braucht ihr ein Stück Designerpapier. Das schneidet ihr euch am besten so zurecht, wie ihr es gern hättet.
Und das sollte dann ein Maß haben von 13,5 mal 21,5. Und jetzt ist ganz wichtig, dass ihr die Papiere nicht durcheinander bringt. Ich packe das mal klein. Und zwar braucht ihr zuerst ein Stück von 8,5 cm. Das ist also euer erstes Stück. Dann braucht ihr ein Stück von 8 cm. Und dann verbleibt euch hier ein Rest von 5 cm. Und dann brauchen wir nochmal so ein schmales Stück von 5 cm in 13,5 für den Rand. Dann kann nämlich der Papierschneider einmal weg. Und wir legen direkt los mit dem Zusammenbau. Und zwar faltet ihr euch die erste Falz einmal nach hinten. Und die zweite dann so nach vorne. Geht da schön mit dem Falzbein drüber, dass die Kanten schön scharf sind. Und das ist im Prinzip jetzt schon euer Mechanismus. Wie gesagt, der oberste ist das schmale Stück und das größte ist hinten das. Und wenn ihr euch jetzt euer Designerpapier hernehmt, dürft ihr euch nicht wundern. Denn wenn ich jetzt das erste Papier hier aufklebe, ist es eigentlich zu groß. Das hat aber den Vorteil, dass dann später das Ganze wie eins aussieht. Also ne, normalerweise hättet ihr jetzt da hier ein Loch, das sieht nicht so toll aus, es wird hier hinten alles schön verdeckt. Und wenn man das hier so ein bisschen überstehen lässt, sieht das richtig toll aus. Jetzt müsst ihr beim Aufkleben nur darauf achten, dass ihr hier nicht vollflächig Kleber aufbringen könnt. Deswegen bringe ich mir hier den Kleber auf den Farbkarton, bleibt ein bisschen vom Rand weg, weil wir haben ja, das Stück ist ja ein bisschen kleiner. Und hier kann ich voll ran. Und dann klebe ich mir das schön auf, gucke, dass ich überall den gleichen Abstand habe. So. So. Dann kommt schon das nächste Stück. Das vermittle ich mir jetzt auch hier wieder schön. Das kann ich jetzt auch vollflächig aufkleben. Ich lege mir die Karte so flach hin, dass ich hier schön gucken kann, dass es ein Bild gibt. Dann das schmale Stück. So. Und das in Weiß, da hat man dann die Möglichkeit, noch ein bisschen zu stempeln. Wenn ihr sagt, das braucht ihr nicht, macht ihr euch einfach das Stück hier hinten ein bisschen breiter, das Designerpapier. Aber so habt ihr richtig schön den Abstand immer gleich. Und wenn die Karte geschlossen ist, sieht man das Weiße hinten nicht mehr. Und das kann man dann wunderschön verzieren. Ich habe mir für hinten jetzt einfach dieses Blümchen hier einmal ausgeschnitten. Das fand ich recht niedlich. Dachte ich hier für das Weiße zum Verzieren. Sieht das ganz süß aus. Und um so ein bisschen Dimension noch reinzubringen, habe ich mir hier einmal die Wolken ausgestanzt. Die findet ihr auch im Designerpapier. Und die klebe ich mir hier jetzt noch so ein bisschen mit Dimensionals auf, nämlich die großen, glaube ich. Da habe ich noch so Reststücke hier. So ein bisschen verspielt noch aufsetzen. Sieht das echt süß aus. So. Die könnt ihr im Übrigen auch super in Weiß auf Hellblau embossen und dann ausstanzen. Habt ihr natürlich auch den passenden Stempel dazu. So, jetzt haben wir hier schon ein bisschen Dimension und ich habe mir jetzt hier einfach mal noch die Schildkröte ausgestanzt.
Und die ist auch so ganz super toll hier mit der Folierung. Die klebe ich mir auch mit Dimensionals auf. Und dann haben wir hier auch so die alle Reste aufgebraucht. Und da ist noch ein Pipselchen drauf. Und da muss man sich im Prinzip nur noch für einen Spruch entscheiden. So. Was nehme ich denn für einen Spruch? Wo ist denn mein Stempelset? Die finde ich jetzt gerade nicht so passend. Da würde ich jetzt hier zu dem Set Fröhliche Etiketten, das ist ebenfalls ein neues Set, zum Beispiel das hier. Danke für dein großes Herz. Das stempel ich mir einfach einmal auf. Wo ist es? Ihr seht, die habe ich noch gar nicht aufgezogen. Wo ist es denn? So, na jetzt hat, das war jetzt aber eine schwere Geburt, das zu finden. Da schneide ich mir jetzt einfach mal ein weißes Papier zurecht. Ich nehme hier mal 2 Inch oder 2 Zentimeter vielleicht dürfte reichen, ja. Probieren wir mal, ob der Spruch drauf passt. Und den stempel ich in Oliv. Ich bleibe der Farbe treu. Wenn ihr einen neuen Stempel habt, macht den erst einmal sauber, damit die Beschichtung weggeht, die da drauf ist. Und einmal, ich stempel mal ein bisschen mittig. Und nicht gerade. Das Ganze dann nochmal. So ist schöner. Und dann schneide ich mir das hier einmal klein. Noch ein Stück weg. Und jag mir das hier einmal durch die neue Stanze. Ihr könnt da immer auf der Rückseite gucken, dass ihr gerade seid. Dann ist das doch echt süß. Aber ich glaube, ich kürze mir es noch ein bisschen mehr, damit es nicht ganz so lang wird. So. Und dann wollte ich mir das ganz so auflegen, dass ich das hier am Rand abschneiden kann. Und das mache ich auch wieder mit Dimensionals. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund unseren kleinen Terroristen hören könnt. Wir haben uns vor Weihnachten, im letzten Jahr war ja unser Hund verstorben und war eigentlich nicht so geplant, aber unsere Züchterin hatte Welpen. Und was gibt es Schöneres als so einen kleinen Welpen? Es ist sehr anstrengend, ja. Aber auch sehr schön. Und er ja, ist jetzt 10 Wochen alt und ist so eine richtig eine Mammutaufgabe. So, und dann sieht es hier auch gefällig aus. Jetzt könntet ihr, wenn ihr wolltet, hier auch noch diese kleinen Blümchen ein bisschen aufkleben. Ich mache das mal vielleicht mal hier auf das Etikett. Muss ich selbst mal gucken, wie die sich verhalten. Und wir nehmen mal so ein weißes. Oh, aber süß. Ja, schön. Da reicht auch eins, glaube ich. Ja, und schon ist so eine Z-Fold-Karte fertig. Also ihr seht, man sieht richtig viel vom Designerpapier. Ja, und das macht es halt auch aus, weil oft ist es ja, also mir geht es zumindest so, dass ich Designerpapier nicht zerschneiden kann, weil so tut mir dann leid. Und hier
hat das Designerpapier aber auch noch so richtig einen Rahmen gekriegt. Wie gesagt, hier habe ich das Ganze einfach mal mit einem einfarbigen Papier. Das ist ebenfalls das Stempelset, das wir eben benutzt haben. Da ist einfach nur dieses Yay drin. Finde ich auch schön für jüngere Leute. Ja, und hier halt eben als Beispiele mal noch den Weihnachtsexpress oder die Wichtel, die es leider nicht mehr geschafft haben. Ja, jetzt hoffe ich, meine Idee für heute gefällt euch. Vielleicht baut ihr sie mal nach. Und ja, ich hoffe, ihr konntet euch schon bei der Celebration ein Geschenk sichern. Wenn ihr das gerne noch tun wollt und noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das bei mir tut. Oder gerne auch in mein Team einsteigen. Wir sind ein kleines Team. Ja, wir kennen uns alle mittlerweile. Und ja, ist echt schön. Wenn du gerne dazu stoßen willst, würde mich das natürlich freuen. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!